Internet und YouTube zurück bei. Auriels Bogen. Wir müssen Auriels Bogen finden und mein Pfeil ist hier und hier ist. Genau, ich war ja hier. In der Schwarzfallhöhle. Und wir sind beim Loading Screen. Wir sind beim Loading Screen. Steht auf für den Loading Screen. Steht auf. Wer nicht hüpft, der sieht kein Loading. Das passt jetzt nicht ganz. Okay. Wo ist der Bogen? Ja, ich hab den Bogen raus. Verstehst du? Okay. War nicht witzig. Gut. Das ist romantisch. Denkst du auch an das, was ich denke, wenn ich an einen Wasserfall denke und sehe? Ans Baden? Natürlich. Ein Wasser. Woher seid ihr gekommen? Ich glaube nicht, dass die Spinne deine Sprache spricht. Ich muss wissen, was hier hinten ist. Nichts. Doch, hier ist ein geheimer Geheimgang. Und wo ist die Kette? Wo ist die Kette? Ich sehe sie nicht. Das ist nichts Neues. Okay, lass gut sein mit der Kette. I don't need it. Irgendetwas stimmt hier nicht. Seid vorsichtig. Ich glaube, wir kriegen Probleme, stand noch. Merkst du dir nicht deine Dialoge? Irgendetwas stimmt hier absolut nicht. Denn ich sehe keine Kette. Vielleicht nehmen mir die Waffen einfach zu viel Sicht weg. Was nun? Ich habe hier auf jeden Fall eine Spitzhacke. Und ich könnte... Oh! Springen wir runter? Was soll schon passieren? Ich habe die F5-Taste. Adios! Ha! Yes! Das macht Spaß. Wie in Disneyland. Ich war noch nie da. Oh mein Gott. Shit, shit, shit. Bekämpft ihr euch gegenseitig? Achso, nee. Ich bin schon hier. Keine Panik. Euch eine Lehre sein. Ich habe das meiste gemacht, aber ist ja okay. Das war lustig. Kann ich das nochmal machen? Wer ist da? Wer ist wo? Ah, oh mein Gott. Das ist doch tatsächlich erschreckt. Blöde Mistding. Komm hier. Ich bin schon hier. Es wird euch eine Lehre sein. Achso, du bist auf unserer Seite, auf der blauen. Hopp! Servus! So riesig bist du auch nicht! Skelett! 8 Gold! Das ist fantastisch! So, 4 sind in Ordnung und okay. Du bekommst nichts. Ich glaub bloß nicht. Mein Gott, wir müssen unbedingt ein Haustier haben, oder? Kannst du nicht einen Hund verzaubern? Sieht alles gleich aus hier, okay. Gut, nur weil überall Steine sind. Alles klar. Was ist hier? Tod und Verzweiflung. Wunderbar. Ich nehme halt die Stahlbolzen. Was soll's? Gegengift? Ja, nö, nehme ich auch. Geld! Ich frage mich, was aus ihnen geworden ist. Ja, sie sind im Himmel und. Diese Leute waren. Warum würde jemand hier lagern wollen? Ich habe keine Idee. Echt. Absolut nicht.
Hier ist eine Falle. Ich habe sie aktiviert. Eigentlich hätte ich sie deaktivieren sollen. Aber es ist nichts passiert. Also bitte keine Panik, YouTube. Keine Panik. Was ist denn? Du läufst doch nicht etwa genauso wie meine Schwester hier rein. Beinahe hätte ich gesagt, Ex-Frau. Diese blöde. Die Papiere sind hoffentlich schon durch, wenn ich zurück bin. Alles beim Anwalt geklärt hier. Haltet die Augen offen. Na ja, was soll ich blind hier herumlaufen? Was sind das für Tipps? Was sind das für Viecher? Toll. Oh, ja. Jump, jump, Daddy makes it. Hat aber jemand gespeist hier, was? Gold. Goldener Smaragdring. Merci. Ah, verdammt, ich habe die blutigen Lumpen genommen. Die brauche ich unbedingt. Hässlich aus. Knilch, den niemand lieb hat. Ich glaube, man würde ihn auch nicht lieb haben, wenn er nett. Ah. Was ist das? Kommt näher. Ihr habt hier nichts zu fürchten. Das ist eine Falle, oder? Grauhaar. Ich bin Ritter Paladin Gelebor. Und? Willkommen im großen Dom von Auriel. Super. Auriel, Alkosch, Akatosch. So viele verschiedene Namen für den Souverän der Schneeelfen. Gib mir den fucking Bogen. Ich bevorzuge Schneeelfen. Der Name Falmer ist für die meisten Reisenden negativ vorbelastet. Die verderbten Kreaturen, die ihr Falmer nennt, nenne ich die Betrogenen. Ich glaube, ihr wisst, warum wir hier sind. Natürlich. Ihr seid wegen Auriels Bogen hier. Warum auch sonst? Ja, eben, blöde Frage. Ich kann euch dabei helfen, es zu bekommen. Aber zuerst brauche ich eure Hilfe. Nein. Wenn du leben willst, dann gibst du mir einfach. Ihr müsst Erzvikar Virtur töten. Meinen Bruder. Euren Bruder? Warum? Zwischen ihm und mir gibt es keine gemeinsame Bande mehr. Ich verstehe nicht, was aus ihm geworden ist. Aber er ist nicht länger der Bruder, den ich kannte. Es waren die Betrogenen. Sie haben etwas mit ihm gemacht. Ich weiß einfach nicht, warum Auriel so etwas zulässt. Was haben die Betrogenen getan? Sie fegten ohne Vorwarnung in den Dom, mit dem Ziel, jeden zu töten. Und nicht gewehrt, oder wie? Der Dom war ein Ort der friedlichen Anbetung. Ich führte eine kleine Gruppe von Paladinen an. Aber wir waren der schieren Anzahl der Betrogenen nicht gewachsen. Sie veranstalteten ein Gemetzel. Good. Dann stürmten sie das Allerheiligste, wo sie Virtur verdorben haben. Das glaube ich jedenfalls. Okay, ihr wisst noch nicht mal, ob er noch lebt? Er lebt noch. Ich habe ihn gesehen. Good. Aber irgendetwas stimmt nicht. Er sieht nicht so aus, als würde er Schmerzen leiden oder angespannt sein. Er steht einfach da und wacht, als würde er auf etwas warten. Hat er eine Pizza bestellt? Habt ihr versucht, ins Allerheiligste vorzudringen? Die Wegschreine unbewacht zu lassen, würde meinen heiligen Dienst als Ritter Paladin von Auriel verletzen. Und ein Angriff auf die Betrogenen, die das Allerheiligste bewachen, würde nur mit meinem Tod enden. Ja, lasst es mich euch zeigen. Na, mach hin, ne? Mach Hokus Pokus. Was ist hier? Huipu! War das alles? Wir warten gespannt. Oh. Es dauert ein bisschen, sorry. Das ist also die Magie der Schneeelfen. Ja, super. Was bei ist? Diesem Bauwerk handelt es sich um einen Wegschrein. Als der Dom noch ein Ort der Erleuchtung war, dienten diese Schreine der Meditation und Beförderung.
Die Prälaten dieser Schreine hatten die Aufgabe, unseren Initiaten die Mantren von Auriel zu lehren. Was bedeutet das Becken in der Mitte? Nach Abschluss seiner Mantren musste der Initiat einen zeremoniellen Wasserkrug in das Becken in der Mitte des Wegschreins tauchen und dann zum nächsten Wegschrein weiterziehen. Die Erbauer mussten also einen schweren Wasserkrug herumschleppen. Wunderbar. Und wie lange mussten sie das tun? Nun, nachdem ein Initiat die Erleuchtung erlangt hatte, brachte er den Wasserkrug ins Allerheiligste des Doms. Nachdem der Initiat den Inhalt des Kruges dann in das heilige Becken des Allerheiligsten gegossen hatte, erhielt er eine persönliche Audienz beim Erzkurator. Und all das nur, um es wegzuschütten? Das macht in meinen Augen keinen Sinn. Es ist symbolisch. Ich erwarte nicht, dass ihr das versteht. So, nochmal zum Mitschreiben. Wir müssen den ganzen Blödsinn tun, damit wir in den Tempel gelangen, wo wir dann euren Bruder töten und Auriels Bogen für uns beanspruchen können? Ich weiß, wie sich das alles anhören muss. Aber wenn es einen anderen Weg gäbe, hätte ich diesen schon vor langer Zeit beschritten. Der einzige Weg, zu meinem Bruder zu gelangen, ist den Fußstapfen der Initiaten zu folgen und wie sie von Wegschrein zu Wegschrein zu reisen. Der erste befindet sich am Ende der Schwarzfallpassage. Einer Höhle, die den Mangel an Erleuchtung symbolisiert. Ich verstehe überhaupt nichts. Wie viele Wegschreine gibt's? Es gibt insgesamt 5 Schreine, die über den gesamten Dom verteilt sind. Höhlen? Oh, keineswegs. Der Dom umfasst mehr als nur ein paar Höhlen, wie ihr schon bald entdecken werdet. Ich kann euch jedoch nicht ohne den Wasserkrug des Initiaten losschicken. Wenn ihr einen Wegschrein ausfindig macht, wartet dort ein spektraler Prälat, der ihn hütet. Er wird euch gestatten, das Wasser aus dem Becken des Schreins zu nehmen. So wie es auch die Erleuchteten tun. Okay, ich gehe jetzt. Dies ist womöglich unser letztes Gespräch. Gott sei Dank. Solltet ihr vor eurer Abreise noch Fragen haben, stellt ihr sie mir besser jetzt. Ansonsten kann ich euch wohl nur noch eine sichere Reise wünschen. Tu das. Überlebe die Schwarzfolge. Passage. Easy going. Wie sieht's eigentlich mit ich mir schon. Der Mitte von deinem Becken aus? Gut. Was war das? Ich hab dich gehört im Hintergrund. Dachte ich mir schon. Ja, eben, weil ich so klug bin. Idiot. Und ich gehe hier rein. Fragen? Dachte ich mir schon. Shut up! Was passiert? Weißt du, was passiert, wenn ich... Fragen? Nichts passiert. Ich mir schon. Genau, wie ich mir auch gedacht habe. Und wir sehen uns im nächsten Part und dann hüpfe ich hier rein und wir sehen uns dann bei diesen Passagen wieder und da mache ich diesen ganzen Blödsinn, den der Idiot hier mir gesagt hat. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss.